Hallo ihr Lieben. Ich dachte, heute basteln wir mal wieder weiter an diesem wunderschönen Mini-Album. Und wir haben ja nur noch insgesamt 7 dieser großen Seiten. Und ich denke, wir werden heute vielleicht mit der Ausgestaltung zumindest erstmal so weit kommen, dass überall Designpapier ist. Ich werde dann nochmal eine Session machen, wo wir noch so ein paar Feinheiten reinbauen und ja, vielleicht noch irgendwo ein bisschen Spitze und sowas. Wir haben ja schon ganz viele verschiedene Ideen drin. Und vielleicht noch ein paar Cut-Dies mit rein, ein paar Sprüche. Vielleicht auch nicht, das weiß ich noch nicht. Und dann müssen wir ja natürlich auch noch den Rücken machen. Eine Außenhülle. Aber bevor ich jetzt ewig drüber quatsche, würde ich sagen, legen wir einfach los. Ich habe hier, das gehört nicht dazu, noch ein paar Designpapier rumliegen, die ich denke, die von der Optik ganz gut mit reinpassen und die ich mit verwenden möchte. Und ich werde jetzt erstmal, ja, es sind sogar nur, doch es sind 7, hier anfangen. Ich möchte gern, dass die 2 ein Muster sind und die 2 ein Muster. Und ich denke, ich gehe tatsächlich hier mit den lila Tönen, weil, mal gucken. Ja, wobei wir hatten relativ viel lila auf der vorhergehenden Seite. Ich glaube, dann gehe ich auf den Seiten mit den Grüntönen. Und da habe ich rausgelegt einmal Punkte und einmal so ein Blümchenmuster. Und ich muss noch ganz kurz meinen Arbeitsplatz einrichten, weil hier daneben stehen schon die Sachen, die ich im nächsten Haul-Video zeigen möchte. Aber da fehlt noch ein Teil und ich möchte die Sachen gern zusammen zeigen. So. Genau. Ich werde wahrscheinlich die Punkte nach außen machen. Weil von den Geblümten haben wir schon deutlich mehr im Buch. Ich markiere mir hier mal die Seitenhöhe. Und wenn ich dann unten nämlich den Streifen abschneide, habe ich da eigentlich die perfekte Höhe. Ich gucke gerade mal. Ja, das ist genauso. Das war Schnittkante Nummer 1. Und
Das war Schrittkante Nummer 2. Jetzt haben wir hier schon den ersten Rest. Jetzt markiere ich mir hier noch die Kanten. Einmal da und einmal da. Der erste Schnitt dauert immer ein bisschen länger, weil ich habe herausgefunden, an meinem Hebelschneider ist nur eine Kante wirklich gerade. Das heißt, man muss beim Anlegen ein bisschen aufpassen, an welcher der Kanten man sich orientiert, weil sonst werden die Sachen am Ende krumm und schief. Ich meine, ist ja so, dass bei mir wird sowieso alles ein bisschen krumm und schief, weil ich einfach nicht so das Händchen für das Filigrane habe. Aber man kann sich ja wenigstens Mühe geben. So, und dann klebe ich das erstmal auf. Vielleicht einen Bleistift nehmen sollen zum Anzeichnen. Naja, jetzt nicht mehr zu ändern. Genau, allgemein zurzeit bei mir, wenn die Videos jetzt wieder ein bisschen versetzt kommen, das tut mir recht leid, aber ich muss wieder für die Osterzeit und die Märzzeit ein bisschen vorproduzieren und es kann dann passieren, dass die Ostervideos sehr knapp kommen zu Ostern. Ich sehe da aber jetzt nicht viel Möglichkeit aus meiner Sicht, also aus der Zeit, die ich noch habe, da viel dran zu ändern. So. Muss ich gerade mal schauen. Man könnte jetzt hier draus natürlich auch eine schöne Tasche machen und einen Tag zum Reinstecken noch gestalten. Und zwar eine Tasche, die so ein bisschen erhaben ist. Das mache ich dann wahrscheinlich im nächsten Video mit. Und die Idee mit der Tasche finde ich eigentlich ganz gut. Weil das Klappen ist dann ist hier sowieso ein bisschen schwierig durch das, was übersteht. Und jetzt ist hier noch schwieriger. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Aber ich möchte es trotzdem als Tasche, aber ich glaube, ich muss das noch machen.
lösen. Dann machen wir hier einen schönen Rand rein. Diese Scheren, die schneiden auch nicht sonderlich. Oder die verlieren schnell an Schärfe. Also die Spitzen davon, die schneiden. Wirklich schlecht. Also wenn ihr eine gute Zickzack-Schere habt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, wo ihr die her habt. So, und dann wollte ich nämlich da noch eine Griffmulde reinmachen. Dass man den Tag gut rausziehen kann und dann klappt sich das nämlich auch besser. So. So. Dann ist nämlich auch die Stirnkante weg. Man hat da eine Tasche. Wie gesagt, da basteln wir dann noch das nächste Mal. Eine Karte zum Reinstecken, denke ich mal. Und jetzt hier den Bereich. Ne, da will ich jetzt ein bisschen Kontrast rein. Und das ist jetzt die Frage. Ich habe hier zwei Lilane. Die ich gerne noch verbasteln würde. Ich bin ein bisschen weg davon, Papier aufzuheben, was ich zu schön finde. Weil ich sage, wenn ich es nicht benutze, sieht es kein anderer. Entweder das hier oder das hier. Ich glaube tatsächlich, hiervon habe ich noch so schön viel. Das nehme ich vielleicht tatsächlich dann für die Außenseite und nehme das hier. Ziehe ich mir aber erstmal einen Bleistift raus zum Anzeichnen. So, einmal hier und einmal ungefähr hier und dann oben noch ein bisschen was weg. So, das ist Nummer 1. Das passt. Und das ist Nummer 2. Jetzt nehme ich einfach noch so ein Zentimeterchen weg. Dass man nach oben und unten auch ein bisschen Abstand hat. Die lasse ich mal liegen. Die kann man bestimmt noch irgendwo verwerten. Nur gucken, wie rum es war. Also eine ist ein bisschen schmaler. Das muss natürlich auch auf die schmalere Seite.
So. Ich bin übrigens immer wieder begeistert davon, wie gut der Actionkleber hält. Auch auf Dauer hält, weil in diesem Mini-Album, wie viele Jahre arbeite ich da schon? Und da fällt nichts altersbedingt auseinander. Das habe ich bei anderen Klebern schon ganz anders erlebt. So. Jetzt überlege ich gerade, hier haben wir ja jetzt nur noch eine Rückseite. Aber ich würde das Streifenpapier so gerne noch nehmen. Ich glaube, ich mache den Tag aus dem Streifenpapier. Einmal hier lang, einmal hier lang. Wenn ich das einmal hier liegen habe. So. Ja, es ist noch Mühe zu hoch. Zum Rein- und Rausziehen gibt es auch. Hole ich mal noch meine Ecken. Und dann machen wir noch was mit Stempelkissen. Erstmal Ecken abrunden. So, mir fehlt gerade noch was. Ich denke, wir werden darauf vielleicht mal solche Sticker benutzen, weil das Problem ist mit diesen Never Give Up oder Be Wild. Das sind so Sticker, die brauche ich normalerweise fürs Kartenschreiben nicht oder fürs Kartengestalten, weil solche Karten habe ich selten. Und mit denen könnte man ja jetzt hier ein bisschen dekorieren. Aber jetzt machen wir erstmal die Karte. Ich mache jetzt mit dem dunklen Grün im Prinzip einmal die Ränder. Und dann gehe ich mit dem hellen Grün nochmal bisschen in der Mitte lang. Das sind übrigens die Stempelkissen vom Action mit der Chalk Ink. Die gab es da irgendwann mal und da habe ich mir ein paar Sets mitgenommen. Ihr kennt sie aus meinen Hauls.
Und die Chalk Ink hat halt den Vorteil beim Stempeln, die ist deckender als die es gibt ja Pigment Ink und es gibt Dye Ink und die Dye Ink saugt sich ein, die ist nicht deckend und die Chalk Ink ist im Prinzip wie eine Pigment Ink, sprich die saugt sich ein bisschen fest. Und ich glaube, nee, die ist gar nicht, aber manche davon waren auch mit Glitzer. So, und ich denke, vielleicht können wir gleich hier was upcyclen. Schere, 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 Schere. Das ist so praktisch mit den Regalen nebenan. Ich suche zwar immer noch ständig was, aber nicht mehr so viel wie am Anfang. Ich denke, das sieht doch ganz gut aus, wenn wir das da drauf setzen. So. Dann haben wir im Prinzip da drin eine Griffmulde und hier einen Griff dran. Es muss jetzt natürlich trocknen. Und machen wir auf die eine Seite. Diese Sticker kommen übrigens auch aus einem Action-Bastel-Set, aber ich sehe gerade, die sind nicht gut gestanzt. Oder nicht gut ausgeschnitten. So, hier einmal Be Wild. Dann drehen wir es einmal um. Können wir hier ein Blümchen nehmen. So, jetzt die Frage, Never Give Up oder You Are Awesome oder Let It Go. Weil das Love und das Happy Birthday würde ich mir gern für was anderes nehmen. Aber ich glaube, zum Be Wild passt ein Let It Go. So, ja, seht es gar nicht. Also, ich habe das schön am Rand, weil das Album ist ja dafür gedacht, dass man es mal für Fotos oder sowas nutzt. Dann hat man hier nämlich auch noch Platz, selber was zu gestalten. Ja, der Pübel sitzt nicht ganz da, wo die Ausstanzung ist, aber ich glaube, macht die Ausstanzung. Ach, ich lasse es so. Oder lasse ich es nicht so? Ich kann noch eine zweite Ausstanzung daneben, damit das insgesamt größer wird. Allerdings ist jetzt auch ich versuche mal, ob ich das hier noch versetzen kann. Geht noch, ist noch nicht drin. Ist halt, wenn man nicht misst. Und diese Kleberreste, da gehe ich am Ende auch noch meistens noch mal drüber. Und dann suche ich mir da mein Kleberradiergummi und dann mache ich die weg. Der funktioniert übrigens mit flüssigem und getrocknetem Kleber relativ gut. Ja, jetzt passt es ein bisschen besser. Nicht hundertprozentig, aber besser. Genau, dann haben wir hier hinten noch die letzte Seite.
Und da möchte ich noch mal was ausgefalleneres machen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich mir dafür schon was rausgesucht hatte. Hier habe ich noch was mit Pünktchen. Nee, das ist jetzt nicht so das, was ich möchte. Wir könnten mit Wellpappe was machen. Aber Wellpappe ist dann wieder doof, wenn man noch was drauf gestalten will. Und dieses Rosa haben wir jetzt hier drin auch nicht so stark vertreten. Da möchte ich jetzt eigentlich nicht auf der letzten Seite mit was stark Rosanem anfangen. Wobei wir haben hier vorne auch sowas Rosanes. Aber es ist ein anderes Rosa. Nee, das würde mich, glaube ich, stören. Ich schau mal kurz in mein Designpapier. Für die Rückseite könnte man ja auch was nehmen, wo schon ein richtig schön großes Motiv drauf ist. Es muss halt nur groß genug sein. Ich glaube, ich nehme was aus dem Block. Gucken, was wir da an größeren Motiven haben. Ja, das Blau passt jetzt nicht so. Das hier ist doch schön. Ich will nur noch mal gucken, ob das so zum Buch passt. Oder ob mir das zu dunkel ist. Ich glaube, das ist mir zu dunkel. Was Helleres wäre besser. Und das hat auch so einen dunklen Hintergrund. Okay, dann nicht dieser Block. Ich mache mal kurz Kamera aus. Ich suche mal was Schönes aus. Und dann guckt mal, was ich gefunden habe. Ein Stimperia-Block. Und hier sind ja immer wunderschöne Motive drin, aber auch oft halt größere. Und dieses Türkisgrün und diese Rosa-Kombi passt eigentlich sehr gut zum Buch. Würde auch das von hier vorne wieder einfangen. Jetzt ist nur die Frage, welches Motiv. Also das hier wird wahrscheinlich zu schmal, wenn ich das hier entlang der Kante, das ist zu schmal. Das hier ist zu breit, da muss ich zu viel wegnehmen. Die sind zu klein. Was mit den Häusern? Ja, ist jetzt nicht so meins. Die Schmetterlinge sind ganz hübsch. Was ist denn da auf der Rückseite? Streifen, okay. Also ich nehme das mal raus. Das hier wäre für mich eine Option. Oder? Aber das ist auch müh zu breit. Die Uhr ist auch nicht das richtige Format. Und da wäre auch schade, wenn man es durchschneidet. Und das hier ist was. Das kommt irgendwann mal in Plotter. Und dann habe ich die Kartais. Und das Ding ist jetzt einfach. Ich check's nochmal gegen, aber ich glaube, wir haben hier drin so viele verschiedene Stile. Ich habe, glaube ich, immer nur darauf geachtet, dass eine Seite so zusammenpasst. Ja, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so reinpasst. Schade. Man könnte jetzt natürlich, indem man die Cutties und so nutzt, das ganze Buch drauf trimmen, aber das will ich jetzt auch nicht so. Also ich schaue noch mal, ob ich was Besseres finde. So, das sind 15 mal 50 Blöcke. Die gehen schon mal nicht. Hier habe ich noch was Größeres. Ich glaube, ich habe noch zwei Optionen gefunden. Sorry, wenn das jetzt was länger dauert, aber es ist immer schade, wenn man dann auf der letzten Seite irgendwie sich dann versaut.
So, das hier ist auf jeden Fall ein bisschen mehr am Stil des Buches dran. Und ja, das vielleicht nicht. Das hier wäre zum Beispiel eine Option, wenn man sagt, man schneidet es ab und lässt das von der Seite reinkommen. Das ist mir auch fast zu rosa. Das ist mir wieder zu wuselig. Das auch, die Gießkanne ist zu groß. Also entweder das hier. Das kann man noch mal schauen. Und jetzt schaue ich mal hier rein. Hier sind nicht so die großen Motive drin. So schreit das Album für mich nach diesem Vibe. Es ist halt wieder anderer Rosaton, als wir hier drinnen haben. Ist manchmal aber auch schwer. So, also schaue ich noch, hole ich mal die Fuchs noch. Das, was ich jetzt mit euch durchgeguckt habe, waren im Prinzip die Sachen, die ich einzeln habe. Aber ich habe hier noch eine ganze Box. Ah, der passt nicht. Hier sind auch eher Muster. Ist, glaube ich, Weihnachten. Ja. Ich muss mir mal noch was überlegen, wie ich die vielleicht ein bisschen thematisch oder nach Farbe ordne. Ja. Die Blümchen haben wir, glaube ich, schon mal was genommen. Das ist jetzt auch nichts dabei, was für mich schreit, dieses Mini-Album. Gibt natürlich auch die Variante, man macht jetzt nichts Großes hinten drauf, sondern eher was Kleineres, also was stärker gemustert ist. Da habe ich natürlich auch Möglichkeiten. Ach, das ist manchmal so. Da sammelt man wochenlang, jahrelang, über lange Zeit Papiere für ein Projekt. Und wenn es dann soweit ist, mag nichts so recht passen. So, also hier habe ich jetzt auch nicht das Richtige gefunden. Weiß ich halt nicht. Wir haben in dem ganzen Buch nichts Holographisches. So, glaube ich, relativ. Ja, das war mein Traum. Das ist auch ein Holographic. Nee, so viel Glitzer und holographisch haben wir hier nicht drin. Also Glitzer ja, aber holographisch nicht. Das Video wird gerade ein, wir hören Sandra beim Papiersuchen zu. Aber ich schneide das ja bewusst nicht raus, weil ich sage, es gehört zum Prozess dazu. Und ich will euch ja den ganzen Prozess zeigen. Weil ich hasse es, wenn es bei YouTubern zu einfach aussieht und es so aussieht, ja, die greifen ins Regal und haben immer gleich das perfekte Papier in der Hand. Nee, so ist es halt nicht. Manchmal sucht man halt auch was länger, bis man das findet, was man im Kopf hat. Und ich glaube, ich habe was.
lege das mal zur Seite. Eventuell ist das schon eine Lösung. Das nicht, das ist jetzt nicht themengerecht. So. Ich habe mir mal so ein Papierkonvolut angekauft und da wusste ich, da muss auch noch was da sein. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Wenn man das rechts und links noch ein bisschen zuschneidet, ist das eigentlich und vom lila Ton her. Ja, es ist auch wieder recht viel pinker. Und wir haben ja auch Pinktöne drin, wobei da finde ich fast das mit den Rosen. Wisst ihr was? Ich mache nochmal Kamera aus, ich suche nochmal 3-4 Varianten raus, was ich denke und dann guckt man nochmal, was passt. So, ich habe nochmal ein paar Optionen rausgekramt. Das wird gleich ein Spaß beim Wegräumen, weil es liegt ein bisschen kreuzquer. Aber ich denke, die Seite repräsentiert ganz gut das Farbspektrum, was wir im Buch haben. Ich habe einmal das hier. Das ist nicht zu dunkel. Das ist nichts. Dann das hier. Passt für mich auch nicht so gut. Dann habe ich tatsächlich das hier. Das gefällt mir ganz gut, aber ich würde wahrscheinlich dann die Seite ohne Motiv nehmen. Weil das Motiv passt, glaube ich, nicht zum Thema des Buchs. Aber es greift so ein bisschen rosa auf, es hat die lila, es hat die hellen Töne. Und wenn man es jetzt dem angepasst machen will, dann macht man jetzt halt rosa und dann macht man sich so eine Bordüre in einem grünen, wo wir ja noch einige Reste haben. Und dann hätte man es so ein bisschen einheitlich. Ich meine, es ist nicht die Außenseite, es kommt noch eine Pappe rundherum. Ich glaube, das gefällt mir von allem, was ich hier rausgesucht habe, eigentlich am besten. Also werde ich das jetzt machen. Wir müssen auch nach oben nichts abschneiden, nur in der Breite. Weil das hier, das sind eigentlich Karpfenrohlinge aus irgendeinem Bastelset. Deswegen haben die auf einer Seite ein Motiv, dass man die falten kann und im Prinzip direkt nutzen oder noch weiter gestalten. Ich weiß gar nicht, welche Firma das ist, die diese Sets macht. Die waren bei mir in einem Konvolut und dass das für Karten gedacht ist, weiß ich, weil diese Figuren habe ich auch nochmal als Stanzteiler, sodass man da im Prinzip einen 3D-Effekt machen kann. So, kurz ins ganz restliche Papier. Das wird wieder ein Spaß beim Aufräumen. Aus allen Ritzen und Schubladen wird das Papier gezogen. Aber das ist ja nicht euer Problem. Und ihr kennt es sicher auch, wenn ihr bastelt. Und es halt erstmal überall rausgezogen, weil man es braucht und sich die Sachen raussuchen muss, die passen. Und hinterher hat man den Spaß beim Aufräumen. So. Ja, und das, was ich jetzt ausgewählt habe, passt halt in vieler Hinsicht zur Vorderseite. Es ist ein einfaches Muster. Es ist eine pastellige Farbe. Es ist aber genau die entgegengesetzte Farbe. Und
und wir machen es wirklich ohne Umrandung und wir setzen noch die grüne Bordüre auf. Wir müssen aber eine andere nehmen, weil ich die Stanze für die Bordüre, die hier vorne genutzt wurde, gar nicht besitze. Jetzt große meine grünen Reste. Oh, jetzt fängt das auch noch an. Hier. Och Menno, das hätte jetzt auch mal passen können. Oh, der trägt sich einfach. Das setze ich oben und unten noch damit einen Streifen an. Aber ich hole erstmal so eine Stanze und dann. Ich glaube, ich nehme heute das hier. Ihr seht schon wieder nicht, was ich mache. Also den hier nehme ich heute. Jetzt muss man das im Prinzip nur so weiterlegen. Gerade legt, kriegt man auch eine schöne Bordüre. Und wo bin ich jetzt schräg gekommen? Das macht mir aber jetzt nichts. So, einmal noch. Hier auch schief geschnitten, weil ich wieder zu faul war, den Hebelschneider zu nehmen. Das ist wirklich so nicht da drin gelegt. Hehe, ich krieg's nicht unterm Hebelschneider durch. Weil zu schmal ist. Jetzt ein bisschen gerade hier. Ein bisschen. Dann hatte ich ja gesagt, dann trickse ich ein bisschen. Aber erstmal klebe ich das auf und dann schaue ich, wie ich da trickse. So, schnell die Klebereste wegmachen. Jetzt werde ich im Prinzip hier so Ecken aufsetzen. Ist nämlich auch das Stück. Ich
versteckt, wo es fehlt. Oder zumindest nicht so auffällig. Die Ecke ist nichts geworden. Die ist krumm und schief. Am besten den Streifen hier so und jetzt. Anzeichnen, dann abschneiden. Genauso machen wir das hier drüben. Ja, das war jetzt ja eine schwere Entscheidung, was man wohin setzt. Aber ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit der Rückseite. Ich überlege mir mal noch, vielleicht setzt man hier doch noch eine Figur hin, aber eine, die ein bisschen zu dem Thema passt. Da muss ich dann mal meine Karteis durchschauen. Ich hätte hier zum Beispiel so ein Miezekätzchen, aber da bin ich mir noch unschlüssig. Ich denke, wir haben jetzt erstmal das Innenleben grundlegend fertig. Jetzt ist halt der nächste Schritt nochmal durchgehen, schauen, ob man noch irgendwo was dekorieren will. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich noch so viel dekorieren will, weil wir haben schon eine Menge dekoriert. Ich möchte auf jeden Fall noch Spitze setzen. Und hier, die muss ich, glaube ich, nochmal. Diese Boschi-Blüten. Weil ich möchte bei dem Mini-Album, das eh schon so lange dran werke, wirklich alles rausholen. Und da muss auch ein Gebamsel ran und so. Und ein paar Charms setzen. Halt das, was man auch vom Junk Journal so ein bisschen kennt. Deswegen möchte ich hier eigentlich noch definitiv spitze ran. Also wird da noch was kommen? Warum habe ich das denn so gemacht, dass das so übersteht? Das gefällt mir ja gar nicht mehr. Setze ich jetzt die Schere. Ich denke, wobei eigentlich kann man die Spitze gleichsetzen. Dann mache ich heute noch die Spitze und dann gibt es halt noch mal ein etwas längeres Video, wo wir im Prinzip nur noch das machen, was übrig ist. Spitze, ich muss erstmal gucken, wo es sich hier anbietet, Spitze zu setzen. Hier können wir auf jeden Fall was setzen. Nehme ich grün oder nehme ich lila? Ich denke, ich nehme lila und ich glaube, ich nehme nicht was ganz so breites. Ja, ich möchte, glaube ich, insgesamt viermal spitze setzen. Thank you.
So, das rollen wir wieder auf, gleich aufräumen. Und ich denke, das erste wird hier sein. Bei der Spitze bin ich immer am Überlegen, ob ich die mit Flüssigkleber festmache. Hat den Vorteil, es trocknet irgendwann fest. Aber hat halt auch den Nachteil, man kann nicht viel machen, solange es. Oder mit doppelseitigem Klebeband. Ich werde es, glaube ich, heute mal mit doppelseitigem Klebeband probieren. Wenn mir das nicht zusagt, dann werde ich das nächste Mal das nochmal ersetzen. So, und dann kann man die nämlich einfach nehmen. Einmal der Reihe lang drauf. Es klebt gar nicht so sehr durch. Also ich denke, das passt so. Also da ist schon mal drauf. Dann hier bietet sich natürlich an. Das ist natürlich bei einem Mini-Album hat man nicht so viele Signaturen wie bei einem Junction. Da muss man im Prinzip jede Möglichkeit, wo es sich anbietet, kleben. Hätte ich es gerne hier vorne nochmal irgendwo, aber da ist halt die Frage mit dem Aufklappen. Dann muss ich es fast hier machen. Achso, falls ihr euch fragt, was ich mit dem Mini-Album dann vorhab, ich habe noch keine Ahnung. Ich wollte es ja ursprünglich meiner Freundin schenken, die im Dezember Geburtstag hat. Aber die hat dann doch nicht gefeiert und es war ja auch noch nicht fertig geworden. Und deswegen habe ich es dann erstmal gelassen. So, wo kleben wir jetzt das vierte hin? Rein von der Optik her müsste es eigentlich hier rein. Aber da weiß ich jetzt nicht, wenn ich das hier drauf klebe. Wobei es ist ja Stoff, es ist doch weich. Es sollte eigentlich keine Probleme geben beim Klappen. Ist was anderes, als wenn ihr Papier dahinter klebt. Das behackt sich dann manchmal ein bisschen. Auch bei Spitze, das rutscht eigentlich mit rum um die Ecke. Na komm, ich will nur das. Und die Folie runter. So. Ja, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und auch von vorne
Die Spitze ist jetzt nicht so super flauschig, aber das macht nichts, weil ich kann jetzt hier noch ein paar Charms und so einhängen. Und dann brauche ich nur noch einen flachen Karton. Da habe ich schon was da. Und dann bauen wir noch ein Rundum-Cover. Aber das mache ich definitiv im nächsten Video. Gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video hört, schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.